Hallo Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu My Time at Portia. Ja, in der letzten Folge waren wir in den Ingalls-Minen und wir haben uns da so ein bisschen durchgekämpft vom Level her, auch wenn wir, glaube ich, ein bisschen unterlevelt waren, ist aber erstmal vollkommen egal, denn wir haben es so weit geschafft. So, jetzt ist die Sache, wir müssen so einiges noch herstellen. Einerseits einen Blumenteppich, ich glaube, dazu brauchen wir noch Pigmente, die können wir heute noch in der Stadt kaufen. Dann, ja, Wasserturm und Aufladestation, da brauchen wir also einiges, was wir noch herstellen können. Für ein Kochset brauchen wir immer noch das Rezept dafür und die industrielle Nähmaschine. Ja Gott, da brauchen wir noch Sachen, die wir so nicht herstellen können, denn wir brauchen dafür noch einen industriellen Ofen, wenn ich mich recht entsinne. Und den herzustellen, der dauert leider auch wieder ein bisschen, weil da noch zwei, drei Sachen fehlen, wie Stahlplatten oder so. Bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher, aber ich glaube schon. So, leider haben wir immer noch nichts bekommen. So, wisst ihr, was wir erstmal da als erstes machen? Wir werden uns ein bisschen Holz erstmal. Ja, Leitfäden, Holzbohnen, das müssten wir vielleicht auch mal irgendwann machen. Aber hier gab es doch irgendwie hier das Holz. Ne, da war hier das. Wo waren wir schon? Das bringt mir alles nichts. Hier, Holz. Wir haben nämlich 1400 davon. Da können wir ruhig mal vielleicht 200 nutzen. Passt. So, dann haben wir... Ach nee, wir machen hier die Eisenholztielen. So, genau. Oh ja, Bronze haben wir fertig. Das heißt, wir können noch mal ein paar Carbonstahl herstellen. Garnstahlbohren. Nicht, soweit ich weiß. Yo, das passt alle. Dann werde ich, glaube ich, aber heute vielleicht trotzdem noch mal versuchen, in die tollen Minen zu gehen. Der anderen da, wie auch immer die sich verschiffen. Die Ingalls-Minen, genau. Auftanken. Nochmal hier 8 Holzkohlen her, damit wir voll haben. Da guckt mal, der Ack, der kommt wieder an. Geschissen um seine. Oh dear Lara. So, was brauchten wir denn noch? Wir brauchten eigentlich nur die Stahlhüllen. So, für die Stahlhüllen brauchen wir Stahlrahmen. Dazu brauchen wir aber auch noch genauso gut Stahlplatten. Stahlrahmen haben wir aber. Habe ich anscheinend 3, okay. Das heißt, ich brauche noch 3 Stahlplatten. Könnte ich sogar herstellen. Was? Das machen wir auch gleich mal. Ich fertige gleich mal so viele Stahlplatten her, wie es geht. Dann haben wir die bis Ende des Tages fertig. So, dann geht's jetzt los. Erstmal alles hier düngen, was geht. Den hätte ich wahrscheinlich hier nicht machen. Oh, wir können in 3 Tagen ernten. Nee. Ja gut, ja, du wirst nicht mehr reif, oder? Doch egal. So, füttern. Füttern. Sollte reichen bis zum nächsten Tag. Schon groß jetzt? Ja, das ist groß, oder? Das war doch vorher so winzig klein. Was können wir denn hier nochmal füttern? Seegras hatten wir, Kuhn, die Pflanzenfasern, die will ich loswerden. Okay. Hi Ack. Hi! Oh la la, my dear Larry. Die steht doch da. Aber ich glaube nicht, dass wir die jemals nochmal hinbekommen. So, mit den Chips, die wir ja Ack geben können, frage ich mich, wann das eigentlich der Fall sein wird, aber ist ja mal egal. Blutsteine könnten wir wahrscheinlich nochmal ein bisschen gebrauchen. Die Pigmente darf ich nicht vergessen. Decke ich mich gleich mal ein bisschen mehr ein. Ich würde mal so sagen, so ein Stück vielleicht. Sollte reichen. Dann holen wir uns die nächste Dekolakumpe nicht. Hier müsste es gewesen sein. Genau hier. Ah, 10 Stück. Und ich will wieder mit Ruhe fürs nächste Mal. Muss schon sagen, Schwert sieht gar nicht mal schlecht aus. Besser als der Hammer.
weil der Hammer gar nicht mal so schlecht ist gewesen für die Minen, denn damit konnten wir ja wenigstens immer die Gegner betäuben. Und im Nachgang, für den Boss selbst wird es wahrscheinlich nichts bringen, oder bringt es eigentlich auch nicht. Den können wir ja nicht betäuben. So, Antoine, Ruby, nein. Oh nee, echt jetzt Verbundholzbretter, Bushaltestelle. Warte mal. 5000, Alter. Wenn das Ding schon 5000 kostet, ich mach lieber erstmal die Bretter. 5000, ey, das ist eine Nummer für sich. Die würde ich eigentlich auch schon gerne kriegen. Aber ich glaube nicht, dass die Dings sich krallen wird hier, Higgins. Weiter gab's Punkte. Wir gucken erstmal, was wir machen können. Die Holzkohle und so könnten wir hier eigentlich nochmal machen. Kupferbahn haben wir jetzt mehr als genug. So. Na. Platten. Ich brauche 3 Stück. Wo sind sie hin? Und ja, ich weiß, wir müssten eigentlich mal, wenn es geht, noch neue Kisten machen und vielleicht das Sortiersystem noch mal ein bisschen überdenken. Habe ich aber jetzt gerade keinen Bock drauf. Hier hinten. So, jetzt müsste ich doch diese tollen Blumenteppiche herstellen können, oder? Genau, 3 Stück. Hier kommen wir. Muss ich hin damit? Nein, es gibt noch ein kaputtes Geländer? Moment. Ach, scheiße, der Blumenteppich wird erst hergestellt. Na dann. Ey. Wir hatten jetzt hier den kaputten Geländerauftrag, hä? Nicht abhauen. Wer bist du? Hallo? Kuckuck. Ach, du, wa? Ey? I took a trip over to the desert the other day. There are several species of useful herbs over there. I wonder if I can make some new herbal mixes. Eigentlich? Hey, darum geht's mir aber gerade nicht. Freundchen. Hi. Danke. Have you seen the railing above the school recently? It's completely worn out. I'm always afraid that someone will break an arm one day when walking by that place. Can you please fix it? Na klar. Gucken, was brauchen wir denn dafür? Oberhalb der Schule hieß es, also hier. Ah ja, hier. Was brauche ich denn dafür? Weil... Oh, hier gab es noch eine Truhe. Marmor. Also hinter der Schule gibt es Marmor, falls ihr euch das merken wollt. Inventar. Missionen. Halt. Zweite Seite. Nein. Echt jetzt, Schallplatten und Kofferdraht, Alter, wo soll ich das denn alles hernehmen? Dann nicht mal ganz knusper. So, wo kann ich jetzt hier das Verbundholzbrett herstellen, bitteschön? Hm, hier vielleicht? Ne, hier war's nicht. Hier? Ne, auch nicht. Nein, das dauert auch wieder ewig lange. So, 4 Stunden von jetzt. Wenn ich in die Mine gehe, das schaffe ich definitiv nicht. Das ist doch alles scheiße hier. Ich habe ja keine Dings mehr. Hihi. Keine Kohlen. Was ist mit den Kohlen? Ja, das interessiert. Hopp, hopp.
Ich glaube, wir gehen heute mal nicht in die ach so tollen Ingalls-Minen, denn wir werden hier mit den Aufträgen doch so beschäftigt sein. Muss ja heute mal alles mal hier zu Potte kommen. Wir wollen nicht nur welche. Ja, was hatte ich gehabt? Ja, 3 Stück wenigstens. Ah, wir haben gar kein Eisenerz mehr. Leck mich, wir brauchen Eisenerz. Ja, okay, kriegen wir irgendwie bestimmt schon hin. So, hier ist noch alles, hier steht noch aus. Brauchen wir auch nochmal 2 Stunden. Ja, dann hacken wir mal ein bisschen Holz. Epp, epp. Ja, toll. Ich muss sagen, irgendwie so richtig gefällt mir die Musik vom Winter jetzt nicht. Da fand ich die vom Herbst und Sommer eigentlich viel besser. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist. Also. Ja, also. Überreißt mich jetzt der Winter-Soundtrack nicht. Ist ja aber auch erstmal egal. So, wir gucken nochmal nach einer Truhe. Truhe. Die gab es anscheinend nicht hier. Feuerwerk, also ein Pipapo. Ein Paddel. Oh Gott, aber Minium. Okay. Treibstofftank, das kann das nicht machen. Lagerkiste des Helfers? Okay. So, die Metallkiste. Da brauchen wir Bronzeplatten. Warte mal, die Bronzeplatten, die kriegen wir ja durch die Dings auch gut hergestellt. Kriegen wir hier, glaube ich. Ne? Yo. Brauchen wir gleich 2 Stück. Hinne. So, wenn hier dann irgendwie mal fertig ist, machen wir noch mehr Bronze. Warte mal, Das Glas müsste ich auch noch herstellen. Glas normal. Könnten wir. Aber für gesteigtes Glas bräuchte ich auch noch mal diese Härteflaschen. Ach, ist alles zum Kotzen. Wo soll ich das denn immer alles hinmachen und abstellen, Mensch? Ich könnte aber hier vielleicht noch mal ganz abbrechen. Hier. So. Hier. 6er haben wir, 3 könnte ich. Nee. So, komm. Yippie! Endlich. So. Inventar, hier ist mein Inventar. Das ist sogar da. So. Ah, sehr fein. Na, buntes Lama, komm. Pep. Bleib mal da. Komm. Screenshot-mäßig ist das hier wieder ein bisschen besser. Cool. Nein, mit dem Zurückholen ist wieder doof. Ach, leck mich. Ja, yeah, da ist er fertig, der industrielle Ofen. Okay. Oh, Alter, wie viel Platz nimmt der denn noch weg? Stell den erstmal hier hin. Alter, okay. Ah, aber gut. Der braucht nur verdichtete Energiesteine. Ja. Wir brauchen hartes und Edelaluminium definitiv. Ich weiß zwar nicht mehr für was, aber ja. Und Pulver. Der Streik ganz angezündet wird. So, 2 Stunden 30. Dann mache ich mal hier. So, bis morgen schon mal 10 Stück fertig haben. Aber jetzt ist halt das Doofe. Ich habe doch hier hinten jetzt
das Ding mit den elektronischen Sachen. Warum habe ich den Rest noch? Naja, gut. Hey, Emily! Komm, hopp. Emily? War doch Emily, ne? Hä? Was, jemand anderes? Da wollte ich gerade sagen, ne? Emily kriegt doch das Zeug. Oh Gott, kaputte Geländer. Hier war ja mit dem Wasserturm. Nee. Doch, Wasserturm und Ladestation. Hehe. ja. Emily? Da hinten. Mensch. Bist du aber weit draußen heute. Hallo. Wow, ich bin so schnell und zuverlässig. Ja, danke, bin ich auch. Aber wir schaffen es, glaube ich, nicht mehr bis 18 Uhr, den nächsten Auftrag zu nehmen, doch. Also diesen normalen Auftrag. Mal gucken. Komm schon! Doch Schwein gehabt. Bitte schmeißt mich nicht raus. Eine Auslage. Es, ja, danke. 15 Bleibarren. Und einen wasserdichten Stoff. 120 gegen 120 gegen 150. Bleibarren. Ich nehme den wasserdichten Stoff. Danke. Oh, Mist. Ich sehe ja gerade, ich hatte Kacke eingesammelt. Ihihi. Oh, guck mal, wie schön. Ein roter Himmel. War das in dem Sommer, gab es sowas nicht, ne? Sag nicht, dass es sowas im Sommer gab. Und schön. Okay. So, wasserdichten Stoff. Wie kriege ich dich hergestellt? Hm? Ja. 10 Faserstoffe. Gut, und davon können wir, na gut, herstellen. Recht. Halt. Ich hin. Mach ich 20. Jetzt natürlich eingeben können die Zahl. Das ist mir egal. 3 Stück. Na, mal gucken, ob das hinhaut. So, hier ist fertig. Wir brauchen jetzt zum Morgen bitte noch 10 so eine Verbundholzplatten. 10 Stück bitte, danke. 16 Stunden. Das heißt, die sind heute 16 Stunden, 6 drauf. Mittagszeit fertig. So, Mittagszeit rum. Einigermaßen. Das passt. Gut. So, Bleibarren. Oh, haben wir ja noch. Mist, ich hätte das Ding mit dem Bleibarren nehmen sollen. Na gut, vielleicht sind es mit dem Bleibarren 9 noch da. Hätten wir da auch noch ein bisschen Glück. Ich baue jetzt hier aber erstmal noch nichts mit dem Wasserturm oder der Aufladestation. Wir können aber noch mal gerne reingucken. Denn ich hoffe ja, dass ich morgen das Ding für den Kochtopf kriege. Und dann will ich jetzt nicht anfangen, hier was zu bauen, wenn ich morgen da sowieso erst die Materialien reinlege. Also von daher. Also genau, für die Nähmaschine. Was brauchte ich denn da? Hatten wir, den Bohrer hatten wir schon. 4 Stück brauchen wir da. Und 7 davon. Und Gummiriemen. Na gut, das kriegen wir hin. Wasserturm. 10 Stück stellen wir her. Da kriegen wir das schon mal ziemlich gut weg. Hier brauchen wir noch Edelaluminium. Ja, das ist. Der Ofen. Der elektrische Ofen. Der Ofen, den habe ich. Genau, mit dem industriellen Ofen habe ich den feuerbetriebenen Generator gemacht.
So, wozu brauche ich den bitte schön, wenn ich hier... Mich doch, ganz ehrlich. Ach, ihr seid doch alle zum Kotzen. Mann, wann soll man das dann alles herstellen? Ganz ehrlich. Den hier brauche ich eigentlich gar nicht. Ich habe keine elektrischen Platten. Gut, könnte ich haben wegen diesem Bewässerungszeug. Ganz ehrlich, hier kommen. Hier wieder zurück. Bleib bitte hier. Hier nochmal Faser. Ja, hier könnte ich auch nochmal Faserstoffe herstellen. Das hier ist aber so eine Sache, die mich gerade ein bisschen ankotzt. Ich gehe mal nochmal ganz kurz Slimy holen. Hab sie hier von den Käfern. Oh, die waren aber schnell futsch. Hallo, danke. 162 damit. Gucken. So gut, der Links haut trotzdem noch ein bisschen mehr rein. Jo, der haut definitiv besser rein. So. Ach, stimmt ja. Ich wollte ja noch die Kiste bauen. Die eine Kiste wenigstens noch. Damit wir da nochmal ein bisschen was wegbunkern können. Kiste, Kiste, Kiste. Kiste, wo bist du, Kiste? Bin ich schon noch vorbei an der Kiste? Haben wir relativ weit oben eigentlich, ne? Hier? Ah, da. Eine Metall, ja. Eine Metallkiste. Danke. Wir gehen ja leider nicht. So, wo klatsche ich dich denn hin? Erstmal hier mit hin. Hier nochmal alles solche Materialien, die ich zum Fertigen für irgendwas brauche. Holz, Pigmente. In irgendeiner Art und Weise. Das heißt, ihr kommt dahin. So. Nehmen wir nicht die Krimskramskiste, sondern Sonderkiste. Ja, könnte passen. Kram, Verarbeitungskiste. Hier haben wir nochmal so eine Sachen. Hier. So, mach ich erstmal so. Ja, Verarbeitungskiste. War da nochmal drinne. Von drinne könnten wir dann noch einiges damit reinholen. Halt. So, du kommst in die Aufkiste. So, die Grundmaterialien, die hatten wir ja nochmal hier. Tatsächlich hier kann verkauft werden, brauche ich ja nicht. Sand kann auch nochmal verkauft werden, brauche ich nicht. Darf ich nicht versuchen, hier wieder einzuschmeißen. Mehr Sand. Ehrlich, die Sachen werde ich verkaufen. Den Sand behalte ich erstmal noch. Kommt sowieso davon noch mal eine Menge mit rein. In die Nähkiste machen wir mal den Stoff hinein. Felle und so weiter kommt dann hier. Das ist Sonderkiste Zeug. Stoff, Haut, ja gut, muss das noch mal hinmachen. Ganzen Fasern, die werden auch nochmal extra verkauft. Und was mache ich dann? Mal gucken. Eigentlich müssten wir ja draußen noch einiges verkaufen können. Bei jedem Shop irgendwie. Hello. Hier. Nein. See you. Ja, die Löwenpranke behalten wir.
So, ja, hätten wir was. Nein, oh, nicht auch. Scheiß die Wand an. Warum kann ich ihn? Gut. Lassen wir das so. Verkaufe ich den Grimmskrams da morgen erst. Und ich sehe, wir sind ja mal schon längst am Ende einer Folge angekommen. Denn wir sind schon über der Zeit. Aber dafür haben wir wenigstens heute, ja komm, eine Menge geschafft, würde ich mal sagen. Also wüsste nicht, was ich jetzt hier hätte noch mehr oder besser machen können. Noch mal ein bisschen Glas hier herstellen, damit ich mal später noch mal gehärtetes Glas herstellen kann. So, die Verbundholzbretter, die werden hergestellt. Hier Stoff, brauchen wir später die 20 Stück, das läuft. Könnte ich ja noch mal von drin ein bisschen hier was holen. In der allerlei Kiste, genau. Kommen wir mal hier raus. Den Rest lassen wir da mal drin. Ah, ganz ehrlich, bei mir aus. Der Essenskiste sollten Datenchips nicht drin sein. Genauso nicht wie das hier. Heilungskram lasse ich erstmal drin. Monsterkiste, ja, das hatten wir alles mal von Monstern bekommen. Der Krimskramskiste. Du kommst mal raus. Können wir dann. Wo sind jetzt diese komischen Bratzen? Hat hier reingemacht? Jo. Krimskrams kommt hier mit hin. Zack. Schwertchen, Schwertchen, Schwertchen. Das brauchen wir eigentlich für Basteln und so ein Scheiß. Also zurück. Den Staubsauger, den nehme ich doch eigentlich nie, oder? Die mal da lassen. So, die Handwerkerkiste. Krimskramskiste drin. Kommt draußen in die, hier in die allerlei, glaube ich. Ne? Zack, Datenchips. Den Rest machen wir draußen hin mit den Bahnen. Dann sind wir da gut aufgestellt und haben eigentlich keine Probleme mehr mit. Die Metallkiste, Metallkiste genannt? Was? Die war nicht Metallkiste genannt. Ah? Zack, zack. Zack. So. Passt hier drüben eigentlich erstmal alles weit. Hoffen wir so Zeug, was wir wirklich für die Verarbeitung mit bräuchten. Jo, und in dem Sinne sind wir am Ende einer Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann und schreibt doch gerne was in die Kommentare. Ich sage nur noch, ciao, ciao.